dann fangen wir direkt an. Ich war abgelenkt, Entschuldigung. Begrüße ich euch alle zur Fraktionssitzung. Wir sind mit jetzt 15 anwesenden MDL beschlussfähig. Es haben sich einige krank gemeldet, findet ihr im Protokoll. Das war gestern. Ist egal, wir fanden es toll. Wir wollten auch gestern keine Fraktionssitzung, glaube ich, machen. Ich hoffe, jetzt wird der Stream nicht auf YouTube gesperrt, deswegen. Dieses Video ist in Ihrem Land nicht erhältlich, sage ich mal. Ja, ich habe zwei Anträge vorliegen auf... Mich stört das. Ich... Ja, ja. Der Kruse ist gewohnt, dass er einen Tusch kriegt. Ja, ja, ich kriege... Nee, wenn ich was sage. Was Gutes würde ich an der Stelle nicht beurteilen wollen. Der aufgerufene Stream wird geladen. Ja, da freue ich mich drauf. Ah ja. Ah, sehr schön. Dann neu. Gut, sehr schön. Ich habe hier zwei Anträge auf nicht öffentliche Teile. Da hätte ich gern von den Antragstellern gewusst, wann wir diese behandeln wollen. Allerdings möchte ich als kurzen Hinweis zur Tagesordnung noch geben, dass Michelle den großen Satzungsänderungsantrag, den Murmeltier-Antrag, heute nicht behandelt wissen möchte, sondern nur seinen kleinen zu Umlaufbeschlüssen mit Priorität behandelt sehen möchte, weil er selber heute nicht hier sein kann, wegen kaputt. Na, der Michel ist kaputt. Rücken, er hat also Rücken. Nicht Stau, sondern okay, Rücken. Nein, er hat ausnahmsweise nicht Stau, er hat Rücken. Er hat Rücken. Die Details wollte ich an der Stelle nicht nachfragen. Nein, Rücken. Dementsprechend jetzt nochmal die Frage an die Antragstellung. Wir haben einmal Personalia zu besprechen und einmal hatte Dietmar einen Antrag auf einen nicht öffentlichen Teil. Wann hätte das gerne? Nach dem Satzungsänderungsantrag von Michel, ich glaube, das müsste, scroll's mal ein bisschen runter, ich glaube, das ist Top Nummer 9. Da Top Nummer 8 wäre das. Genau, das 10 und 8 ist das gleiche, Björn. Top Nummer 7 würden wir dann heute nicht behandeln wollen auf Antrag des Antragstellers. Wir würden dann an Top Nummer 8 zu diesem Satzungsänderungsantrag kommen und an 9 dann den nicht öffentlichen Teil machen können. Danach liegen auch keine weiteren Tagesordnungspunkte vor. Meine Frage an die Versammlung. Frank, bitte. Vier Monitore laufen, gehe ich von aus, weil da bestellt sich keiner auf der Seite. Ja, bei dir ist das Absicht. Okay. Ingo, als Monitorbeauftragter der Fraktion. Auf jeden Fall. Der einzige, der junge Sport. Solange ich anschließend in den Vorstandspad schreiben darf, mache ich alles. Nicht, dass er gleich Rücken kriegt. Ah, dann müssen wir nochmal sprechen, bevor ich die Berechtigung. Hast du erstmal geguckt, wie der Ingo in die Mitte des Kreises gekommen ist? Frank würde das ja mit einem Salto machen. Ah, ne? Schön. Ich freue mich. Du lügst. Gut. Doch, das ist gefährlich. Danke, Ingo. So, gibt es weitere Anmerkungen? Dann würde ich sagen, verfahren wir so, dass wir den nicht öffentlichen Teil ans Ende der Sitzung legen. Ach ja, richtig. Über die nicht öffentlichen Teile grundsätzlich müssen wir abstimmen. Dementsprechend hier meine Frage, wer gibt dem nicht öffentlichen Teil für Personalia so seine Zustimmung? Bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Einstimmig. Wer gibt dem nicht öffentlichen Teil Umgang mit einem Antrag von Dietmar so seine Zustimmung? Bitte ich ums Handzeichen. Auch das ist einstimmig. Vielen Dank. In der Reihenfolge dann am Ende der Sitzung. Ist auch für den Stream leichter zu verfolgen. Sehr schön, vielen Dank. Fangen wir an mit dem Bericht des Vorstandes. Ich befürchte, da möchte die Moni was zu sagen. Ja, hallo. Das nervt total. Ich gebe das Wort mal sofort an den Ingo weiter, weil wir zunächst halt den Bericht der Pressestelle
Ja, schönen guten Morgen. Wir möchten uns in den nächsten Wochen unter anderem mit einer Neuauflage des Piratenwirken-Flyers beschäftigen. Ich denke mal vor allem Dingen so nach 2 Jahren, die wir dann im Landtag sein werden im Frühjahr. Und mit Blick auf Europa und Kommunalwahl ist das, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich würde gerne die Winterzeit, ich sag mal so Dezember, Januar, dafür nutzen, um die Inhalte zusammenzustellen. Wir werden da wieder ein Pad machen, so wie wir es beim letzten Flyer auch gemacht hatten, wo dann jeder MDL und jeder Arbeitskreis und jeder Referent herzlich eingeladen ist, Material dazu zu steuern. Ich wollte es jetzt schon mal wenigstens platziert haben, komme dann aber, ich denke mal, nach der November-Plenarphase nochmal detaillierter auf euch zurück. Ansonsten haben wir die NSA-Timeline noch auf der Agenda. Das gestaltet sich alles etwas komplizierter, als man das am Anfang vielleicht hat denken können. Vor allen Dingen jetzt auch mit dem personellen Schwund in unserer Pressestelle ist das relativ schwierig, diese Timeline auf dem Laufenden zu halten. Einmal was das Recherchieren angeht, aber auf der anderen Seite auch die technische Umsetzung. Da sind wir noch in Abstimmung mit der IT, haben gestern im Vorstand mal drüber philosophiert und grob angedacht, ob man da vielleicht externe Hilfe zuziehen kann, um gerade so etwas Öffentlichkeitswirksames entsprechend optimierter umsetzen zu können. Da werden wir am Donnerstag auch nochmal drüber sprechen und damit bin ich schon beim dritten Punkt. Am Donnerstag trifft sich die Arbeitsgruppe der PR-Optimierung das nächste Mal. Der Michel hatte da ja gedudelt und den Termin festgelegt, jetzt am Donnerstag um 14.30 Uhr. Ich weiß selber noch nicht, in welchem Raum, habe den Michel angeschrieben und denke mal, dass er sich bestimmt auch um den Raum gekümmert haben wird, werden wir dann noch nachreichen. Und dann das Letzte, der Vorstand hatte mich gebeten, mal zu analysieren, wie viele Pressemitteilungen wir bis heute geschrieben haben und wer da die Zitatgeber waren. Das Ergebnis könnt ihr im Vorstandsprotokoll nachlesen. Und das war's. Donnerstag PR-Arbeitsgruppe, in meinem Kalender steht 14 Uhr. Ich bin mir sicher, dass 14 Uhr richtig ist. MDL vor Pressesprecher, von daher, dann treffen wir uns um 14 Uhr. Okay, 14 Uhr. Wird Michelle noch kundtun? Also ich vertraue in Michelles Fähigkeiten, hier Räume zu buchen. Kurze Denkpause und jetzt sage ich, der ist ja vielleicht auch morgen weg. Könntest du dich da noch mal im Raum zu organisieren? Das ist sehr nett. Hatte nur die. Ja, mache ich. Punkt. Vielleicht hatte es einen Sinn, dass der ausgeschaltet war. Vielleicht explodiert er dann. Das ist nur die Frage. Habe ich noch nicht umgestellt. Ich wollte nur was zum Termin sagen. Kann der dann auch im Fraktionskalender aktualisiert werden? Weil da steht er auf 11 Uhr. Wir haben einen Fraktionskalender. Ich gehe mal davon aus, seit ungefähr Herbst letzten Jahres. Es gibt einen Fraktionskalender ohne Beschluss. Funktioniert nicht ganz hervorragend. Egal. Gut. Gibt es weitere Nachfragen an den Ingo? Sehe ich nicht. Welcher Raum? Das mit dem Raum wird noch rumkommen. Ich glaube, das ist nicht Gegenstand der Fraktionsrunde hier. Ich habe keine Schreibberechtigung für den Kalender. Ich kann ihn nicht ändern. Die IT hilft dir da gerne. Ingo, sind eventuell alle deine Berechtigungen zurückgezogen? So, Moni, weiterer Bericht des Vorstandes. Schnell, ne? Ja, okay. Wir haben des Weiteren die Fraktionssitzung von heute durchgesprochen und vorbereitet, soweit das möglich war. Dabei ist mir denn jetzt gerade erst wieder aufgefallen, dass nach dieser Vorstandssitzung immer noch Leute dann wieder Tagesordnungspunkte in die Pads schreiben. Also ich bitte auch darum, das möglichst bis am Montag um 10 Uhr zu machen, dass wir das irgendwie mit einpflegen und durchgehen können. Das hatten wir, glaube ich, hier mal so auch beschlossen, dass wir das so tun wollen.
Dann haben wir all die Dinge besprochen, die heute im nicht öffentlichen Teil stattfinden werden. Das hat also einen relativ großen Zeitraum eingenommen. Da muss ich jetzt und kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Das werden wir ja gleich noch gemeinsam durchgehen. Dann haben wir noch mal kurz über die Mediatorin für die Klausurtagung gesprochen. Es geht immer noch darum, haben noch kurz angesprochen, dass es natürlich möglich ist, Einzelgespräche zu führen. Wenn ich vorher im Büro eben kurz die Info habe, ist das überhaupt kein Problem, egal wer das halt wann machen möchte. Dann haben wir uns beschäftigt mit dem Thema, was ich jetzt auch nicht sagen soll, glaube ich, weil wir dann Umlaufbeschluss so gemacht haben, den wir auch nicht weiter verbreiten wollten. Dann haben wir über die Möglichkeit der Filmvorführung Blut muss fließen gesprochen. Es ist wohl in mehreren Landtagen schon gezeigt worden und der Toso hatte vorgeschlagen, dass wir das vielleicht auch hier übernehmen können. Kurzer Hinweis, das hatte Michelle nochmal aufgeworfen. Alles klar. Das ist eine doofe Frage. Also in Bayern ist der Film im Landtag schon mal gelaufen, hat da großen Anklang gefunden. Okay, das war es im Großen und Ganzen. Ich habe noch ein, zwei Sachen aus der Referentenrunde von gestern Nachmittag. Das haben wir im Vorstand auch. Wir haben beschlossen im Vorstand, dass wir zum BPT den Fraktionsangestellten einen halben Tag freigeben wollen, damit sie zeitig mittags dann dahin fahren können. Genau, die werden alle Fraktionsmitarbeiter, die Referenten, werden sich aber mit den entsprechenden MDL in Verbindung setzen und das absprechen. Dann ist in der Referentenrunde... Bus von der Fraktion war auch cool. Nein, es gibt keinen Bus der Fraktion. Ein Bus der Fraktion. Ist das ein Antrag? Darf ich das als Antrag verstehen? Okay, dann haben wir gestern in der Referentenrunde darüber gesprochen, über die Möglichkeit einer Klausurtagung für die Referenten. Also es ging gestern thematisch darum, vielleicht ein bisschen längerfristig zu planen, sich miteinander abzustimmen. Und ich habe gesagt, dass ich das halt in die Fraktion tragen werde. Ich finde die Idee eigentlich gut. Und in dem Zusammenhang kam dann die Frage auf, wenn wir tatsächlich im Januar auch noch mal eine Klausurtagung vom 8. bis 10. machen, inwieweit es sinnvoll ist, vielleicht am letzten Tag die Referenten dazuzuladen, um irgendwie da weiterzuarbeiten. Ich stelle das jetzt erstmal nur so in den Raum, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, aber ich würde prinzipiell die Idee halt, mal einen Tag die Referenten mit denen zusammen was zu machen, würde ich sehr begrüßen und werde das auch sicherlich unterstützen und vorantreiben. Dann nochmal die Erinnerung, dass wir uns mit den Referenten am 19.11. Im Vorfeld der Haushaltsausschusssitzung hier um 9 Uhr treffen, um eventuell auflaufende Anträge nochmal gemeinsam durchzugehen und zu bewerten zwischen 9 und 10 mit den Referenten, dass wir das aufteilen und gucken, wenn da wieder so ein Stapel kommt, dass alle hier sind und dass man es durchgeht und sagt, dass, wie wir uns dazu verhalten. Am 19.11. ist die Sitzung, richtig? Ja, habe ich aufgeschrieben. Ja. Und am 21. die HFA-Sitzung. Okay, Entschuldigung, dann ist es der 21. um 9 Uhr hier im Fraktionssaal. Treffen wir uns. Aber ne, das trifft vorrangig die Referenten, ne, weil wir dann halt gemeinsam schauen, was wir damit machen. Ja, das war's. Gut. Moni, warst du durch? Gut. Gibt es Rückfragen zum Bericht des Vorstands? Sehe keine Rückfrage. Dann, doch, Frank, dann los. Ja, auch wenn jetzt wieder gesagt wird, ich trolle oder so, nur weil aber gerade auch die Terminunklarheit war. Wir können ja gerne noch mal gucken, wann wir beschlossen haben, dass wir einen Fraktionskalender pflegen, aber wir haben einen. Und nur der Wunsch, dass da die Termine dann auch einfach immer aktualisiert werden, weil der Haushalts- und Finanzausschuss steht zum Beispiel auch uhrzeitmäßig da jetzt nicht drin für nächste Woche. Müsste aber eigentlich schon klar sein. Nee, ist es noch nicht. Gut, Daniel. Dann würde ich bitten, dass der Fraktionsvorstand sich dessen annimmt. Meines Wissens nach gibt es dazu eine Beauftragung oder eine Zuständigkeit innerhalb der Referenten. Okay.
Gut, weitere Fragen? Ja, Grumpy. Nur zur Klarstellung, die Uhrzeit steht noch nicht im Landtagsterminkalender drin, von daher kann sie auch noch nicht im Fraktionskalender stehen, habe ich gerade nachgeschaut. Dankeschön. Erhellende Worte finden noch immer gerne Gehör. Frank. Hey. Ich möchte es nicht verkomplizieren, aber der offizielle Landtagskalender gibt nicht alle Termine, wie, also der auf der Webseite gibt nicht die Termine wieder unbedingt, die schon vorher beschlossen sind. Aber was auch immer. Es kann sein, dass in diesem Fall der Einzeltermin tatsächlich noch nicht feststeht. Gut, vielen Dank. So, weitere Rückfragen zu irgendwelchen Kalendern, zum Bericht des Vorstandes? Sehe ich nicht. Gut, dann kommen wir zum Tagespunkt 3, Umlaufbeschlüsse. Der Umlaufbeschluss, der hier noch in Abstimmung steht, ist auch endgültig abgestimmt worden. Keine zusätzliche Begrenzung bei Aufnahme syrischer Flüchtlinge und der politische Antrag zur Schulsozialarbeit. Da beide Anträge eindeutig abgestimmt worden sind, hier nur zur Information aufgeführt, werden nicht Teil der Tagesordnung laut unserer Satzung, wenn ich das richtig sehe. Kommen wir dementsprechend zum nächsten Tagesordnungspunkt, das ist der Tagesordnungspunkt 4, Abzeile 86, Haushaltsänderungsanträge. Wer möchte dazu das Wort haben? Der Dietmar. Wie gut, dass ich das Protokoll gelesen habe und auch den Entwurf der Tagesordnung, sonst hätte ich mich nicht darauf vorbereiten können, aber habe ich natürlich. Selbstverständlich. Sitzungsvorbereitung. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Ne? Ja, wir hatten eine kleinere Gruppe. Michelle war dabei, Moni war dabei, Joachim dabei, der Robert Arnold war dabei. Also einige Leute aufgrund der Idee zu sagen, hey, wir haben verdammt wenig Haushaltsänderungsanträge, lass uns doch mal gucken. Die wir bisher gestellt hatten, insbesondere auch zum laufenden Haushalt, waren ja abgelehnt worden und dadurch nicht, ja, noch nicht erledigt für uns, sondern sie sind nach wie vor gut, so sie denn überhaupt noch Gültigkeit haben. Und lass uns das mal überprüfen, ob und in welcher Form Haushaltsänderungsanträge zum Haushalt 2013 eventuell noch eine Neuauflage verdienen. Dazu haben wir dann die Anträge gesichtet und rumgeschickt zu den einzelnen Ressorts, den Abgeordneten bzw. Referentinnen und Referenten, und haben da im Einzelfall dann bereits Rückmeldungen erhalten. Ich will die einmal kurz durchgehen. Das wäre einmal zum Einzelplan 6. Es war ein Antrag in Zusammenhang mit dem Online-Self-Assessment. Diese Geschichte hat sich insofern erledigt, als der Titel, der seinerzeit zur Änderung anstand, reduziert wurde. Das teilte uns der Hilmar mit. Und damit der Antrag obsolet sei. Wir haben eine Geschichte zur Breitbandversorgung. Da haben wir bei Daniel Schwert angefragt, beziehungsweise Linus Schade, und haben da eine Rückmeldung bekommen, dass noch ein politischer Antrag eingebracht werden möge und ein festgelegter Prozentteil aus dem EFRE-Programm 2014 bis 2020 daraus dann, oder beziehungsweise der Antrag soll dahin gehen, dass da Mittel bereitgestellt werden. Zunächst, wenn ich das richtig sehe, ohne Konkretisierung, weil ein entsprechender Haushaltsänderungsantrag nicht von Seiten dieses Ressorts für richtig und nötig gehalten wird. Gleichmaßen haben wir eine Antwort bekommen zur Clearingstelle. Und dazu heißt es, ja, da wird noch was erarbeitet. Haben wir noch nicht vorliegen, aber ist in der Mache. Dann haben wir noch eine Geschichte zur Medienberatung. Das war ein weiterer Haushaltsänderungsantrag, der da ist. Genau, da haben wir gestern den entsprechenden Antrag bekommen. Insofern kann man sagen, allein da hat es sich schon gelohnt. Und auch weitergehend gehen wir davon aus, dass entsprechende Anträge kommen. Der Antrag liegt jetzt vor. Ich habe ihn noch nicht rumgeschickt, weil ich ihn erst heute Morgen gesehen habe. Aber das werden wir natürlich dann in entsprechender Form kurzfristig tun. Da geht es um
die Aufstockung der Medienberatung und eine Ausweitung der Mittel gegenüber dem letzten Haushaltsänderungsantrag, also noch etwas mehr. Das ist gut begründet und den schicke ich rum. So, und dann hatten wir noch eine Anfrage an Oliver und Stefan und Carsten. Und da haben wir allerdings noch jetzt kein Feedback bekommen, aber ich denke mal, dass da vielleicht noch was kommt. Wir treffen uns heute 17 Uhr und da ich ja jetzt 2 Wochen krank war, werden wir es dann mal aufarbeiten. Super. Gut, das ist der Stand der Dinge zu diesen ergänzenden Haushaltsänderungsanträgen gegenüber denjenigen, die wir bereits beschlossen haben. Und ich werde selbstverständlich, oder wir vom HFA-Team werden selbstverständlich da Zug um Zug weiter berichten. Dankeschön. Danke, Dietmar. Gibt es dazu Rückfragen? Moni. Ja, meine Frage ist jetzt, ob wir das jetzt abstimmen sollen, was da ist, oder ob wir die jetzt nächste Woche dann komplett alle abstimmen, ne? Dass wir die dann zusammenfassen. Der Dietmar hatte sich gemeldet. Würde ich vorschlagen, also dass wir die jetzt, was jetzt reinkommt, auch rumschicken, weil es kennt ja jetzt noch keiner, weil sie verändert sind, also der Antrag, den ihr jetzt da von Johannes hat den rumgeschickt, mir geschickt, den kennt ja noch keiner, also, oder? Bitte. Also es ist wichtig für die Ausschüsse vorher schon. Zu unserem ganz kurz, also zu Bauen und Verkehr, ist nicht nötig, es vornächsten Dienstag zu machen, weil der Ausschuss auch erst am 20. stattfindet. Das heißt, die Anträge, der Fraktionsdienstag ist am 19., 20. ist unser Ausschuss, 21. ist deren. Das wäre, würde für uns reichen, aber für euch wahrscheinlich nicht. Also ich schlage vor, dass entsprechend des Eingangs bei uns wir dann die Sache ab heute als Umlaufbeschluss kurz einstellen, wenn das allgemein auf Zustimmung stößt. Sonst könnten wir natürlich in der Tat den Antrag, den wir bereits vorliegen haben zur Medienberatung, dann würde ich den einmal noch mal kurz vortragen, warte mal, rumschicken könnte man auch. Einfach beschließen, können wir auch machen. Ja, ja, ein okay. Ein Aufwasch und so wie es reinkommt, schicke ich es rum. Montag wäre sogar besser. Gut. Also ich fände auch Umlaufbeschlüsse an der Stelle schick. Gut, genau. Nee? Ja, klar. Mumble? Oder im Mumble besprechen, können wir auch. Das ist eine gute Idee vom Daniel. Das können wir tun, ja. Wann? Montag? Wäre der Mumble-Montag. Wir haben Montag halt unsere Mammelsitzung. Haben wir sowieso Mammel? Das war jetzt so ein Stichwort, möchte ich nochmal empfangen. Nächsten Montag ist Mammelsitzung, das sehe ich richtig, wo wir unsere ganzen Klamotten vorstellen. Nächsten Montag, 20 Uhr war das, richtig? Nochmal zur Erinnerung? Genau. Okay. Ja. Guter Punkt. Weitere Fragen? Sehe ich nicht, dann würden wir jetzt den Punkt... Doch, der Frank. Nur der Hinweis auf den kollidierenden Termin, das hatten wir aber auch schon mal gesagt, am Montag um 18 Uhr, ab 18 Uhr ist auch das Fan-Hearing hier in der Regel so bis 21 Uhr. Da gibt es also eine leichte Überschneidung. Nur, mein zu spät kommen, dann zu entschuldigen. Dann. Ja. Gut. Fan-Hearing. Ohne Pyro leider. Sagst du? Können eh nicht immer alle. Moni. Ja, ich möchte jetzt, ne, weil du jetzt sagst Fan-Hearing, möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, ich werde mich jetzt die nächsten Tage sicherlich darum kümmern, dass das alle den Kalender aktuell hält. Das gibt dann aber auch diese Bringschuld. Ne? Das heißt, wenn das jemand macht, dann werden die Termine bitte, ich sage euch genau, wer das ist, dann werden die Termine bitte aber auch an den weitergeleitet. Also wir können nicht da hinterherrennen und gucken, wann, wo, welche Termine. Also diesen Termin kannte ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Also dann gehe ich auch davon aus, dass die Leute ihre entsprechenden Termine an denjenigen dann weiterleiten. Gut. Nein, dafür brauchen wir keinen Vorratsbeschluss. Der Daniel. Ja, jetzt habe ich dann doch eine Frage dazu. Also ja, nein, wir brauchen, glaube ich, keinen Vorratsbeschluss dazu. Aber vielleicht müssen wir uns trotz alledem über eine Verfahrensweise verständigen. Das Fan-Hearing, jetzt mache ich mal in Klammern,
einen kleinen Hinweis, der Mumble-Termin stand vor dem Fan-Hearing, aber ja, ich bin mir sehr sicher. Ist aber nicht schlimm, ist ja auch nur eine relativ geringe Überschneidung, aber das lässt sich ja einigermaßen gut regeln. Was die Information, also diese Bringschuld angeht, ist die Frage, reicht es dann aus, wenn diese Termine dann zum Beispiel über 20 Piraten-Mailingliste und so weiter kommuniziert werden? Also ich sag mal ja. Die Moni. Ich sag mal nein. Weil ich den Mitarbeiter, wenn wir geklärt haben, wer das ist, nicht weiß, welche Liste der jetzt dann verbindlich lesen muss. Und häufig versteckt sich das ja in irgendwelchen Dialogen. Und ich würde dann tatsächlich darum bitten, den oder diejenige namentlich darüber zu informieren, weil ich befürchte einfach sonst, das geht schief. Wir haben uns ja noch nicht mal darauf einigen können, welche Liste hier wer zu lesen hat. Und das finde ich ausgesprochen schwierig, wenn man da in diesen Listen rumwühlen muss. Danke, Moni. Der Frank, dann der Ingo, dann der Grumpy. Ja, ich würde zur Entlastung des Vorstands auf jeden Fall auch sagen, dass es nicht ausreicht. Vorschlag sogar, vielleicht eine eigene E-Mail-Adresse einzuführen, die vom Fraktionsbüro und von den Zuständigen abgerufen wird, die da heißen könnte Termine@ oder irgendwie sowas in der Richtung, an die man dann halt einfach die Meldung schicken muss, damit sie aufgenommen wird. Und was es den Vorlauf vom Fan-Hearing-Termin angeht, will ich mich jetzt nicht auf die Woche festlegen, das ist aber schon lange festgelegt, aber Moni, du hast auch recht, das steht tatsächlich auch nicht im Fraktionsveranstaltungskalender, hätte es stehen müssen. Kommuniziert haben wir es, aber es ist da nicht eingetragen, also das wird man demnächst auch korrigiert. Der Ingo. Ja, also Termine@ fände ich total super, wollte ich eigentlich auch sagen. Und das andere, der Raum steht fest für die Arbeitsgruppe PR-Optimierung, es ist E1D11 geworden. Ach, wie schön. Der Grumpy. Während ihr das diskutiert habt, habe ich das mal eben eingetragen, zum einen. Und zum zweiten, wäre es so schön, man würde das nicht immer alles so zu Tode ausformulieren. Vielen Dank. Vielen Dank, der Grumpy. Weitere Wortmeldung. Seht Schnitt. Dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Anträge ans Plenum, wenn ich das richtig sehe. Tagesordnungspunkt 5 ab Zeile 100. Die hat der Daniel Schwert gestellt. Der ist jetzt aber gerade nicht da. Traut sich jemand aus der Gruppe hierzu, die vorzustellen, kurz? Sonst muss ich das machen, das will keiner. Den Asyl? Wir müssen die jetzt behandeln, weil die jetzt in diese Tagesordnung reingeschrieben worden sind. Ja, dann kann der andere Steller das ja mal vorstellen. Wir haben keine Regelung, wann Schluss ist hier bei der Tagesordnung und wer da was reinschreibt. Also übernehme ich die so, wie sie da von vielen Menschen erarbeitet wird. Daniel. Ja, dann stelle ich den Antrag, das formell dann bitte Montag in der dafür vorgesehenen Mumble-Sitzung zu besprechen. Gut, dann können wir da direkt drüber abstimmen. Wer möchte diesem Antrag zustimmen, bitte ums Handzeichen. Das ist einstimmig, vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Arbeit gegen Rechtsextremismus. Gibt es da jemanden, der den Antrag vorstellen möchte? Sonst mache ich das kurz. Gut, dann mache ich das kurz. Ich trage mich hier nochmal eben ein. Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Start, Play. Das handelt sich um den Film Blut muss fließen. Den haben wir auch als Partei schon vielfach Land auf, Land ab gespielt mit Diskussionen immer anschließend. Ist ein Film, der halt sehr starke Einblicke in diese rechtsextreme Musikszene bietet und wie darüber versucht wird, quasi Menschen zu fangen. Zeigt auch ein gewisses Maß an Brutalität in dieser Szene und auch an Menschenverachtung. Wie gesagt, im Bayerischen Landtag ist dieser Film schon gelaufen. Wir haben den Kontakt mit den Filmemachern an der Stelle. Wir können die also auch einladen für eine Diskussionsrunde hier und den Film vorzuführen. Ich habe diesen
diesen Antrag oder diese Idee gab es schon vor etwas mehr als einem Jahr. Da wollten wir uns dann nicht hier mit beschäftigen, weil wir zu viel andere Nebenschauplätze noch hatten. Deswegen hat Michel den jetzt nochmal eingebracht. Gibt es dazu Fragen? Der Grumpy. Ganz kurz nur etwas mehr Hintergrundinfos zu, wie wir das ausgestalten wollen würden hier mit Einladung etc. Gibt es da schon was? Nein, da gibt es, soweit ich weiß, noch nichts. Umdrehen, so. Soweit ich weiß, hat der Michel das noch nicht in die genaue Planung genommen, einfach weil er erstmal abklären wollte, wie die Unterstützung hier in der Fraktion ist. Ich denke, er würde uns, wenn wir das unterstützen wollen, würde er dann nochmal ausarbeiten, ob wir das und in welcher Form wir das hier machen können. An der Stelle würde er bestimmt auch auf unseren Vertreter im Ältestenrat zukommen, um das unsere Vertreter im Ältestenrat zukommen, in welcher Form das überhaupt möglich ist. Die Frage ist hier also erstmal nach einer grundsätzlichen Unterstützung. Gibt es da weitere Nachfragen? Gut, dann würde ich hier auch zu einem Entschluss kommen wollen. Wer unterstützt Michels Ansinnen, wie in Tagesordnungspunkt 6 Abzeile 108 geäußert, die Arbeit gegen Rechtsextremismus hier durch eine Filmvorführung im Landtag durch den Film Blut muss fließen zu unterstützen, bitte ich ums Handzeichen. Einstimmig gegen rechts, so ist das richtig. Vielen Dank, politisch sehr korrekt. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 7, den überspringen wir. Was hast du gesagt? Danke. Das hat mir sehr gut gefallen. Entschuldigung. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Umlaufbeschlüsse, ebenfalls eingebracht von Michel. Leider an der Stelle nicht hier. Ich bitte euch dementsprechend ganz einfach mal eben den Teil der Wahlordnung neu zu lesen und euch dann zu melden, wenn es dazu Nachfragen gibt. Also ich halte es für obsolet, aber ich habe keinen Redebedarf dazu. Simone? Ich dachte, das ist jetzt schon so. Also was ist denn jetzt im Moment anders, dass wir das jetzt hier beschließen müssen? Das ist doch so. Der Daniel möchte sich dazu äußern. Also wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob das der genaue Wortlaut ist, den wir auch beschlossen haben. Das kann ich jetzt aus meiner Erinnerung heraus nicht sagen. Da müssten wir mal in die Protokolle schauen. Aber Fakt ist, wir haben einen entsprechenden Beschluss gefasst, dieses Quorum auf 10 runterzusetzen. Das haben wir schon gemacht. Ich befürchte, wir haben mehr als die Hälfte gesagt. Bitte? Mit einer Allgemeinformulierung, dass falls noch irgendwas passieren muss, das weiter angepasst ist. Ja, wir haben mehr als die Hälfte gesagt. Ja, kann sein, dass wir mehr als die Hälfte sogar gesagt haben. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise ist es halt nur noch nicht in die Wahlordnung mit übernommen, oder? Was steht da? Da steht noch 11 drin, ja. Da stand noch 11 drin, also im Prinzip müsste das einfach nur jemand TM übernehmen. Nee, also bitte dann so, wie wir den Beschluss gefasst haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir gefasst haben. Genau. Kann gut sein, ja. Vorletzte, wenn dann. Bestimmt im Wiki. Ja, das werden wir also nochmal rausbekommen. Wir müssen dann dementsprechend diesen Tagesordnungspunkt oder diesen Beschluss nicht behandeln. Ich schaue das nach und sage das gleich, ja? Wir können das über diesen Beschluss bestätigen. Wir können da gerne drüber abstimmen. Mir ist das Brause. Daniel. Also wenn wir jetzt darüber bestimmen, dann ist dieser Satz Bestandteil unserer Wahlordnung. Das ist dann Fakt. Ich würde gerne nachgucken, was wir geregelt haben. Und dann können wir uns vielleicht darüber unterhalten, welche Regelung die bessere ist. Soll heißen an der Stelle, dass wir auf jeden Fall eine Tool-Diskussion führen sollten, die kann nie schaden. Ich würde einfach darum bitten, das ein kleines bisschen nach hinten anzustellen. Ich versuche in der Zwischenzeit, das entsprechende Protokoll zu finden, was möglicherweise der Ingo schon hat.
Beschluss. Ja, ich hoffe, dass der Beschluss im Protokoll steht. Das war jetzt meine kühne Hoffnung. These. Hoffnung. Steil. Der Ingo möchte uns was sagen. Ich habe mich jetzt eben auf die Homepage verlassen. Da steht definitiv 11 drin. Genau, deswegen muss es angepasst werden. Also auf der Homepage steht, Umlaufbeschlüsse gelten als gefasst, sobald vor Ablauf der gesetzten Frist 11 wieder. So. Das ist halt da nicht geändert. Ja, wobei das aber eine erst kürzlich geänderte Änderung ist. Deswegen, ich gucke gerade nochmal woanders nach. Ihr bekommt das sicherlich raus. Ansonsten würde ich das an der Stelle dann... Schieben wir das einfach und rufen das bitte gleich einfach nochmal auf. Ich hier Dings. Ich sag mal, wir werden das entsprechend anpassen. So, 15.10. ist also die letzte Phase gewesen, okay. Nee, war sie nicht. Guck mal in der Gruppe, Phrasi-Protokolle. Nee, ich guck gerade ins Wiki. Ins Wiki. Go. Lukas, du hast doch die Verwaltung des Phrasenschweins. Der Olli möchte es gerne füttern. Ich zitiere mit Genehmigung dieses Präsidenten, im Wiki steht nicht immer alles drin. Ich halte die Protokolle nicht vollständig. Nein, ich habe einen Gegenbeweis. Gut. Also ich denke, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit darauf warten, dass das... Mach doch einfach weiter. Ja, weiter würde es gehen mit einem nicht öffentlichen Teil. Wir sind schon durch an der Stelle. Ja. Was soll man jetzt den ganzen Dienstag machen? Ja, da möchte ich einen Antrag stellen, über die Kaffeemaschine zu reden, oder? Zur Not. Lukas, wie ist der Reinigungsstatus der Kaffeemaschine? Oder? Also Kaffeemaschine oder Tool-Diskussion? Also das sind die beiden Moment, einzigen. Die Kaffeemaschine läuft auch. Ja, dann stimmt hier was. An welcher Stelle habe ich den Übertritt ins Paralleluniversum verpasst? Okay. Ich habe das Portal nicht gesehen, durch das ich gelaufen bin. Was als Drehtür verkleidet? Gut. Dann haben wir jetzt auch noch Zeit zu warten, bis ihr das entsprechende Protokoll gefunden habt. Genau, Lukas fängt an mit der Pfeife. Technische Hilfsmittel, sehr schön. Ja, Erzähl uns doch einfach was aus deiner Jugend. Aus meiner Jugend möchte hier niemand etwas erfahren. Meine Jugend war im Gegensatz zur heutigen Ausgestaltung dieses Körpers sehr leicht. Für die Umgebung schon, für mich nicht. Ganz ohne was bitte? Ohne Zähne. Zähne. Ja, ja. Du bewegst dich da ja wieder hin, glaube ich. Ohne Zähne. Danke, Lukas. Ja, wir warten da drauf. Vielleicht machen wir an der Stelle einfach bis 11 Uhr Pause. Coole Idee. Bis 5 vor 11 können wir auch machen, ist mir egal. Nein, ist es nicht. Also wir machen um 5 vor 11 weiter. Wir unterbrechen bis 10.55 Uhr. Bis gleich. Vielen Dank. Wir können jetzt direkt weitermachen. Wir haben jetzt noch zwei Punkte vor dem nicht öffentlichen Teil. Das ist zum einen der vor der Pause angefangene Tagesordnungspunkt 8. Den könnten wir jetzt zu Ende führen. Danach haben wir noch den Tagesordnungspunkt 9, Sonstiges. Moni, möchtest du jetzt zu 8 was sagen? Nee, ich möchte eine Sache aufklären, die gerade hier Thema war, das hat sich, was sich erledigt hat. Also ich habe gerade noch mal mit Britta gesprochen. Es gibt die Adresse kalender@. Die gibt es schon seit ewigen Zeiten.
Und die wird gepflegt von Marco. Ich wusste, dass Marco Termine macht, aber die Britta guckt auch mit drauf. Das heißt, es gibt diese Adresse und wer Termine hat, bitte dahin und dann wird das auch in den Kalender eingetragen. Gut, so. Dann können wir jetzt aber zurückkommen zu Tagesordnungspunkt 8 an der Stelle. Der Daniel möchte dazu was sagen. Ja, ich habe eine kleine Rede vorbereitet. Nein, konnte ich nicht aus zeitlichen Gründen. Die habe ich gebraucht, um das Protokoll zu finden. Also im Pad steht es irgendwo noch drin, Protokoll-Fraktionssitzung vom 1.10.2013. Bestätigt das, was wir vorhin schon vermutet haben. Wir haben also einen Satzungsänderungsantrag beantragt und abgehandelt und beschlossen. Da steht drin, Umlaufbeschlüsse gelten als gefasst, sobald vor Ablauf der gesetzten Frist mehr als die Hälfte der Fraktionsmitglieder dafür oder dagegen gestimmt haben. Sollte die Frist verstreichen, bla bla bla. Also das Gleiche, was im Prinzip in Michels Antrag drin steht, ohne konkrete Zahl, sondern einfach mehr als die Hälfte der Fraktionsmitglieder. Finde ich persönlich toll und berücksichtigt auch, dass wir ja bald auch 21 Piraten sein können. 23 war unser Ziel. Das ist auch 42 ist unser eigentliches Ziel. Aber gut. Dauert halt hier unendlich lange. Gut, ich würde dann an der Stelle vorschlagen, diesen Tagesordnungspunkt ohne Beschluss zu verlassen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich würde gerne noch was sagen. Du konntest doch. Ich war da noch gar nicht fertig. Ach so. Ich würde das gerne nur noch mal zum Anlass nehmen. Also das war jetzt tatsächlich nicht sehr leicht zu finden, ne? Obwohl das sogar nicht nur irgendeine Diskussion in unseren Protokollen war, sondern sogar ein Beschluss, den wir da irgendwie gefasst haben. Das zeigt letzten Endes, dass wir hier was zu tun haben. Wir haben auch einen Umlaufbeschluss vor knapp 3 Wochen gefasst, dass Beschlüsse ins Redmine, im Redmine entsprechend abzubilden sind. Danke. Wir müssen ganz, ganz dringend gucken, dass wir unsere Beschlüsse, die wir fassen, tatsächlich auch irgendwie nachhalten und möglicherweise sogar, das wäre jetzt ganz krass, die auch tatsächlich umsetzen und uns irgendwie daran halten. Ein Beschlussbuch. Ja, sowas in der Richtung. Hast du nochmal gerade den Link? Gut, vielen Dank. Dann würde ich jetzt zum Tagesordnungspunkt 9 Sonstiges kommen. Das Datum war? 1.10. Gibt es dazu? Gut, dann kommen wir jetzt. Erinnerst du das gerade im Blog oder was? Zu Sonstiges. Ja. Da waren angekündigt ein paar Wortmeldungen. Frank, du wolltest dich melden? Nein? Weil ich eben gefragt worden bin, ob wir Sonstiges. Damit es nicht untergeht und damit nicht der Fehler passiert, ich habe auch Sonstiges und das wäre dann das war eine ganze Idee. Auch wegen des Streams, dass ich mir quasi den Stream und der Stream dann abgebaut. Okay. Dann meine Frage an die Runde. Wer hat zum Tagesordnungspunkt Sonstiges etwas beizutragen? Sehe ich nicht. Dann stelle ich fest, dass wir unter Punkt Sonstiges nichts zu bearbeiten haben und können direkt in den nicht öffentlichen Teil wechseln. An der Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit des Streams. Auch wenn wir heute relativ früh sind, wir kehren nicht zurück mit einem öffentlichen Stream in dieser Fraktionssitzung, sondern erst nächsten Dienstag wieder. Wer uns vorher sehen, nächsten Dienstag wieder. Wer uns vorher hören möchte, kann uns im Mumble besuchen. Bitte. Am Montag ab 20 Uhr. Vielen Dank.